Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunwick Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Ihr seht auch schon eventuell an der Grafik, die Qualität hat sich ein bisschen geändert. Das liegt daran, dass ich mir jetzt die neue Xbox ja geholt habe. Also die Xbox Series X habe ich jetzt. Das heißt, die Qualität, man sieht schon, das ist halt die Edition halt praktisch von der Xbox Series X. Es gibt ja irgendwie immer so verschiedene Xbox Editions praktisch für verschiedene Konsolen. Also ich hatte ja noch die Xbox One S und ja, ich wollte einfach mal upgraden und jetzt habe ich es getan. Und in der heutigen Folge will ich eine neue Karriere beginnen. Ihr wisst ja, ich habe in FIFA 23 bei der Xbox One S auch eine Karriere gehabt. Allerdings habe ich die nie mit euch komplett zusammen gespielt. Ich habe Bock, jetzt einfach die Karriere neu zu beginnen. Und auch Bock, die halt hier einfach mit euch zu machen. So, wir müssen hier auch übrigens irgendwas installieren. Das machen wir natürlich einmal kurz. Das sollte relativ schnell gehen. Sieht man hier auch. Ist schon fertig installiert. Bam. So, wir möchten natürlich ein Spieler sein, Trainer nicht. So, gehen wir hier mal auf neuer Xbox erstellen. So. Gut. Wie wollen wir denn aussehen? Also ich hatte ja in der Xbox One S tatsächlich den Kollegen hier. Und ich würde auch sagen, dass ich den nehme. Ja, ich nehme den erstmal wieder. So, zack. Wir nennen uns natürlich... wie nennen wir uns denn? Ja, Stando auf jeden Fall, ne? Dann... Der Controller, ne? Also ich habe jetzt so einen Pro-Controller tatsächlich bei der Xbox 2. Der ist auch... Der fühlt sich sehr geil an, muss ich wirklich sagen, ne? Ist auf jeden Fall geil. So, Stando Gaming. Gaming. Oder warte, wir nennen uns Stando Stando. Komm, wir nennen uns Stando Stando. Habe ich nämlich bei der Xbox One S auch gemacht. Und, ja. So. Alias. Brauche ich nicht. Kommentarname. Abdi. Gibt's hier Stando oder sowas? Wenn nicht, dann lasse ich das weg. Nee, hier gibt es kein Stando, ne? Nö. Ja gut, dann lass ich so. Trikot. Na, wir sind natürlich die Nummer 1. Ist die 1 nicht immer der Torwart? Keine Ahnung. Warte, wir machen mal die 13, weil 13 ist meine Lieblingszahl. Also Deutschland, Geburtsjahr. Können wir ja auch am 13. Januar machen, weil ich habe nämlich am 13. Januar Geburtstag. So, gehen wir mal auf weiter. Nee, nicht auf weiter. Warte, wir stoppen. Ich mach mal kurz einen Cut und mach das eben nochmal neu. Jetzt bin ich bereit. Perfekt, so. Ja, also mein Geburtstag ist nämlich der 13. und deswegen ist auch meine Glückszahl die 13. So. Körpergewicht. Wir gehen natürlich komplett erstmal. Nein. So. Wir gehen mal komplett hier auf 2 Meter. Und Gewicht machen wir. So, hat angenommen, wir machen das jetzt hier stärken. Ja, passt so, oder? Oder wir machen das so in der Mitte. Ich würde sagen, wir machen das mittig. Oder ein bisschen schwerer, so. So 90 Kilogramm. Junge. Ja, komm, bestätigen, so. Also hier kann man doch noch irgendwas ändern. Oder kann man hier nur Körper? Ne, man kann hier nur Körper, okay. Position, sind wir Sturm, Rolle, Stürmer, starker Fuß, rechts, ja, das kann so bleiben. Gesicht ändere jetzt auch nicht. Die Schuhe, die würde ich nochmal ändern. Die würde ich nämlich hier in die Orangenen hier machen. So, zack. Okay, Torjubel. Langsamer Anlauf. Ja, das könnten wir so lassen. Laufstil. T-Rex? Machen wir einfach T-Rex, das sieht am besten aus. Soll noch ein Torjubel zum Himmel gehen? Ja, komm. Machen wir das. Weiter. So. Spielen wir bei dem FC Bayern München? Ach ja, komm, wir spielen jetzt bei denen. Warte, kann man auch schon international spielen? Ist ja geil.
Nee, kann man glaube ich nicht. Ja gut, dann sind wir FC Bayern. So. Spiel Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, auf was ich das setzen soll. Ich setze das einfach mal auf Profi. Halbzeitlänge machen wir auf 5 Minuten. Währung in Euro. Okay. So. Transferfenster aktiviert, natürlich. Europapokal aktiviert. Verhandlungshärte locker. Ja, das können wir alles so lassen. Weiter. Okay. So. Haum. Karriere. YouTube nenne ich das mal. Weiß ich auf jeden Fall immer, wo ich das drauf speichere. So. Fertig. Okay. Okay, kommt mal her. Lasst mich kurz die Neulinge in unserer Mannschaft begrüßen. Die machen heute ihre ersten Schritte auf ihrem Weg in Richtung Stammelf. Willkommen. Okay, das war's. Macht weiter. Also gut, jetzt liegt's nur noch an dir. Entscheidungen. Im Laufe der Season kannst du an zahlreiche Aktivitäten teilnehmen, die deinen Lebensstil abseits des Rahmens bestimmen. Käufe und Investitionen. Mit deinem schwer verdienten Gehalt kannst du einen eleganten Lebensstil pflegen. Deine Talente verbessern, dich sozial engagieren oder deine Wohlstand mit Investitionen vergrößern. Boni. Teilnahme an Aktivitäten wird unter anderem mit Persönlichkeitspunkten belohnt. Wähle Aktivitäten, die deinen Spieler definieren. So. Begrüße deinen Mitspieler. Ja, natürlich, das mache ich doch gerne. Sage allen, dass du absolut bereit bist. Motiviere deine Mitspieler. Ja, ich bin absolut bereit. Aha. Stopp. Ja. So rein Tanzkurs? Ja, will ich, soll ich tanzen gehen oder was? Okay. Ja, gut. Wir haben uns alles angeguckt. So, gehen wir mal auf B. Dein Platz im Team. Welche Rolle du in den Partien im Team spielst, basiert auf deinen Trainerwertungen. Beginne als Einwechselspieler und stärkere deine Wertung, um es in der Startelf zu schaffen. Verbessere deine Trainerwertung. Deine Wertung verbessert sich, indem du jede Woche an Trainingssitzungen teilnimmst und Spielziele abschließt. Sorge dafür, dass du aufgestellt wirst. Wenn du dir keinen Platz in der Startelf verdienen kannst, wirst du vom Trainerstab unter Umständen ausgeliehen oder auf die Transferliste gesetzt. Okay. Persönlichkeitspunkte verdienen. Aktivitäten, Trainingseinheiten und der Spielstil in deinen Partien bringen dir Persönlichkeitspunkte für die drei verschiedenen Persönlichkeiten. Persönlichkeitsstufen. Die Gesamtmenge der Persönlichkeitspunkte bestimmt die Stufe deiner Persönlichkeit. Die Stufe bestimmt die Höhe der Werteboosts, die dein Spieler durch seine Persönlichkeit erhält. Werteboost. Die Verteilung der Persönlichkeitspunkte in den drei verschiedenen Persönlichkeiten bestimmt, welche Werte geboostet werden. Die dominante Persönlichkeit boostet alle ihre Werte. Okay. Ah, und hier kann man es dann sehen. Gut, B. Aha, und jetzt können wir auch schon spielen. Ich würde sagen, eine Runde machen wir auf jeden Fall. Okay, gut. Gehen wir mal auf Starten. Nee, warte mal. Aktivität. Training. Wir können doch hier Training machen, oder? Training und Entwicklung. Absolviere Trainingssitzungen mit deinem
Spieler, um EP und Skillpunkte zu erhalten. Das Training erhöht auch deine Trainerwertung. Trainingseinheiten. Du kannst pro Woche bis zu dreimal trainieren. Um dich zu verbessern, kannst du Voreinstellungen deiner Lieblingssitzung erstellen und laden. Übungen spielen. Mit guter Leistung in Übungen verbesserst du die im simulierten Training erzielten Noten. Für jede gespielte Übung erhältst du zusätzlich EP. Für eine Übungspremiere gibt es einen Bonus. Alles klar, und jetzt kann man hier Übungen einpacken, oder was? Ja, dribbeln hier. Dribbeln machen wir erstmal direkt. So. Abwehr. Aha. Passen. Passen sollte auch eigentlich was gut sein. Machen wir auch mal rein. Und noch irgendwas? Vielleicht Schuss. Ja, ich glaube, Schuss sollte auch sein. Gut. Und jetzt sollen wir die... Wir spielen die Übung, weil ich habe gehört, man soll die immer spielen irgendwie. Ey, ich kann nicht laufen. Hä? Wie laufe ich denn? Ich kann nicht laufen. Das Spiel lässt mich nicht laufen. Ja gut, dann halt nicht, ne? Dann warte ich mal kurz, bis das hier zu Ende ist. Oder warte mal, ein neuer Versuch. Ey, das ist doch unfair. Beenden, ja. Ich muss das eben kurz beenden. Ja. Ja, das mache ich später. Ja, ich mache das später. Boah. B. So. Weiter. Leihangebot. Was? Ist dann durch. Ich habe heute Morgen ein Leihangebot von dich und akzeptiertes Leihangebot bis zum Ende der Season. Es sei denn, wir entschließen uns, dich früher zurückzuholen. Bitte zieh dieses Angebot in Erwägung und sag Bescheid, ob du es annehmen möchtest. Weg. Ich weiß, dass ich im Moment voll und ganz erwähnen kann. Ah, weg. Kein Bock, hier alles durchzulesen. Ah, da ist doch das erste Spiel. Boah. Nein, ich will nicht geliehen werden, Junge. Also ich muss mal kurz gucken, was mit dieser Tastenbelegung tatsächlich los ist. Machen wir hier mal bei Anpassen, genau. Einstellungen. Gameplay hier, nee. Spielerbearbeiten? Nee. Warte, wir drücken mal auf Partie spielen und gucken mal, was passiert. Ja, ist dann nur steuern. Boah, Junge, hier sind überall Texte. Ich lese mir die jetzt hier nicht alle durch. Da kommt der Wechsel, heißt also, es kommt hier tatsächlich hier geht's. Okay. Frisch aus der Jugendakademie. Und jetzt sind wir natürlich gespannt. Ich glaube, ja, das ist so jemand, dem kann man es durchaus zutrauen, hier ohne Nerven durchzustarten. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingesetzt. Aua. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ja, ja. Was machen Sie draus? Vielleicht die Kamera. Jetzt eine Chance für Manchester City. Die eigene Stelle, glaube ich. Ja, passt auf. Oder schieß doch weg. Was jetzt ist mit dem Spieler, Junge? Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Ja, ja. Ja, der passt zu mir zurück. Was soll ich denn machen? Gibt abseits, ist klar, aber das müssen Sie eigentlich sehen. Ah, das war nachlässig, das war unüberlegt. Da müssen Sie warten. Sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Das ist kein guter Pass. Oh, viel Platz jetzt. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Pass doch zu mir, ey. Die sind alle hier viel zu schlecht. City über den Flügel. Pass auf jeden Fall später die Dings mal rein. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt ist Platz für den Konter. Das ist ja schrecklich, Junge. Die Bayern greifen nochmal an, um hier das Spiel doch noch zu gewinnen. Chance zur Führung. Ganz sichere Parade. Ja, ja. Ah, er kann klären.
Ja, Junge. Den Ball holt er, gut verteidigt. Bleibt nicht viel übrig, sie finden kein Mittel gegen diesen Druck. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Oder? Danke, Junge. Einmal der wenigstens hinkriegt. Bernardo Silva. Und klasse durchgesetzt. Was, sind die alle zu unfähig, irgendwie zu halten? Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Coman. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Ja, Junge, soll ich da alleine durchrennen oder was? Also jetzt mal ehrlich, wie behindert. Ball erobert erstmal. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Setzt sich durch. Ach nee, komm, ich hab da drauf keinen Bock mehr, Junge. Kann nur so schlecht sein. Ach nee, komm. Und damit ist das Spiel vorbei. Das war also heute. Ja, das sehe ich ja nicht selbst. Also, der Kommentator war so unbrauchbar, also wirklich. Den braucht kein Mensch, diesen blöden Kommentator. Wofür gibt's den eigentlich? Aber warum geht mein Training nicht, Junge? Mein Training, warum? Ansturm. Nee, ich mach das nicht schon wieder. Übung bearbeiten. Schuss hier. So. Ich mach jetzt zweimal Schuss. Schuss und passen. So. Haben. Das sollte doch jetzt machbar sein. Nee, also ganz ehrlich. Warum geht das denn im Training nicht? Ich kann hier nicht spielen, es geht nicht. Mann. Nee, beenden. Ach komm, nee, ich hab keinen Bock. Hier, beenden. Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut aus, ihr macht meinen Discord-Server. Wobei, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.